Eine knappe 32:29 Niederlage gab es gestern für die deutsche Nationalmannschaft im EM-Auftaktspiel gegen Spanien. Wir sprechen jetzt mit Manuel Späth, Nationalspieler von Frisch auf Göppingen, über die Leistung seiner Kollegen in Polen. Hallo Manuel und schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, hallo zusammen. Spanien kann man ja getrost als einen der Favoriten im Turnier bezeichnen. Trotzdem hat die deutsche Mannschaft gestern wirklich richtig gut ins Spiel gefunden. Hat dich das überrascht oder war das aus deiner Sicht eigentlich zu erwarten? Ja, überrascht hat es mich nicht wirklich. Also ich denke, die Leistung zuletzt beim Supercup und auch bei den Testspielen haben gezeigt, wie stark die Jungs sind und was sie leisten können. Und deswegen war das jetzt nicht so eine allzu große Überraschung. Klar, dass es gegen einen der Titelkandidaten dann von Anfang an so gut geklappt hat, war vielleicht doch ein Stück weit überraschend. Aber ich glaube, die Jungs haben oft genug bewiesen, was sie können. Und das haben sie gestern auch von Anfang an gezeigt. Es gab dann Mitte der ersten Halbzeit doch eine deutliche Schwächephase. Es stand zwischendrin 18:11 für Spanien. Was war da los? Woran hat es zu dem Zeitpunkt gelegen? Was würdest du sagen? Ja, da hatten wir leider eine Phase, wo wir ja einige technische Fehler im Spiel hatten, haben auch teilweise ein bisschen zu früh abgeschlossen, beziehungsweise hat dann der Sverbik auch gut gehalten. Und ja, das nutzt dann so eine erfahrene Mannschaft wie die Spanier eiskalt aus durch Gegenstöße. Und ja, in der Phase des Spiels stand leider unsere Abwehr auch nicht ganz so gut, beziehungsweise die Torhüter haben nicht so viele Bälle zu fassen bekommen. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank stark verbessert. Aber ja, solche Fehler darf man sich einfach gegen so ein Top-Team nicht erlauben und die werden dann eiskalt bestraft. Du sagst es schon, das Team hat sich dann wieder rangekämpft und in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut mitgehalten eigentlich. Kleiner als 2 Tore wurde der Abstand dann nicht mehr, aber man kann schon positiv nach vorne blicken nach dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, es ging gegen ein absolutes Top-Team. Die haben viele erfahrene Spieler, die schon zig Länderspiele auf dem Buckel haben. Bei uns ist noch eine recht unerfahrene Mannschaft und deswegen braucht man sich mit der Leistung überhaupt nicht zu verstecken. Also ich denke, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir mehrmals gezeigt, dass wir da mithalten können. Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir vielleicht sogar noch den einen oder anderen Punkt holen können. Und deswegen, ja, denke ich, die Jungs sind bereit, sind jetzt im Turnier drin und jetzt können wir Vollgas gegen die anderen zwei Mannschaften gehen. Du sprichst es an, es geht morgen direkt weiter gegen Rekord-Europameister Schweden. Du solltest ja aus der Liga ja den einen oder anderen kennen, sei es Matthias Andersson, Niklas Ekberg, Tobias Karlsson. Worauf kommt es da morgen an und wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaft? Ja, ich denke, mit Karlsson und Andersson hast du schon zwei wichtige Spieler der Schweden hervorgehoben. Ich denke, vor allem im Mittelblock und im Tor sind sie natürlich überragend besetzt. Hinzu kommen dann schnelle Außenspieler, also die werden ähnlich wie die Spanier dann dafür versuchen, über den Gegenstoß zu kommen. Das sollten wir dann verhindern, indem wir, wie schon gesagt, keine einfachen Fehler haben und nicht zu früh abschließen. Und dann denke ich, wenn wir das beherzigen und wenn wir dann kompakt in der Abwehr stehen mit dann guten Torhütern hoffentlich, dann denke ich, dass wir auf jeden Fall gewappnet sind und dass wir auch besser sind als die Schweden und sie schlagen werden. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank für die Analyse und wir sprechen uns wieder am Dienstag nach dem Spiel gegen Schweden. Alles klar, danke auch. Bis dann. Dankeschön, ciao. Bis dann.